Hannover, die Evakuierung der im Stadion befindlichen Zuschauer, es waren ja anderthalb Stunden vor dem Spiel noch nicht allzu viele, lief ganz kontrolliert, lief ganz ruhig und gesittet. Wir haben die Bilder auch gesehen vor dem Stadion, auch die Ordnungskräfte, auch die Polizei. Es war von Panik keine Spur. Wir haben die ganze Zeit auch mit unserem Kollegen gesprochen, der vor Ort ist. Und zu dem würde ich jetzt auch gern wieder schalten, Alexander Oetker. Alexander, Sie waren von Anfang an dabei. Beschreiben Sie uns nochmal die erste Situation. Wie kamen die ersten Informationen bei Ihnen an? Was passierte da genau? Wie waren die Reaktionen vor Ort im Stadion und am Stadion? Ja, es war so, dass wir gerade auf dem Weg von der Süd zum Nordeingang waren, als wir hörten aus einer ziemlich sicherer Quelle, Spielabsage, alle aus dem Stadion. Da haben wir uns erstmal ein bisschen verwundert angeschaut, mein Kameramann und ich. Und dann war klar, das ist jetzt so, weil schon zwei, drei Minuten später fuhren dann Polizeiautos hier entlang mit Lautsprechern, die sagten, bitte gehen Sie nach Hause, informieren Sie Fans auf dem Weg, dass auch die bitte nach Hause gehen sollen in diesen Minuten, das Spiel fällt aus, und das war erstmal natürlich große Verwunderung bei den Menschen, aber dann sind die dieser Einladung gefolgt und sind dann wirklich nach Hause gegangen, ohne jegliche Anzeichen von Panik, ohne Bilder, wie wir sie in Paris sehen mussten, wo Menschen übereinander stolperten auf den Rängen, all das sah ganz anders aus. Und wenn ich jetzt hier schaue, wir können ja einmal nach rechts schwenken zu den Polizisten, die noch da sind, da habe ich jetzt auch schon wieder das erste Lachen von einer Polizistin gehört, also es scheint die Erleichterung jetzt hier zu sein, dass die Situation zumindest für den Moment nicht mehr gefährlich ist, weil Dinge gefunden wurden und entschärft wurden, solange sie denn Sprengstoff waren. Denn das, was wir wissen, ist, dass Hannovers Polizeipräsident Kluwe gesagt hat, es sollte etwas mit Sprengstoff ins Stadion gebracht werden. Es gibt klare Hinweise darauf, dass es einen Sprengstoffanschlag hier beim Spiel Deutschland-Niederlande geben sollte, was natürlich ein absoluter Schock ist. Und es gibt zwei voneinander unabhängige Quellen, die Kreiszeitung aus Süke, wenn ich das recht erinnere, und die Deutsche Welle, die sagen, es sei eine als Ambulanz getarnter Sprengstoff-LKW gewesen, der dann vielleicht sogar hätte ins Stadion fahren sollen. Es gab offenbar auch einen Gefährder im Umfeld des Stadions, also ein Mann, der auf einer Terrorliste steht, ob das nun islamistischer Terror ist oder nicht, der in der Nähe des Stadions gesehen wurde. Auch das ein weiterer Hinweis. Was wir jetzt bestätigt wissen vom Polizeipräsidenten ist also, es sollte etwas geben, was Sprengstoff enthielt, was ins Stadion gebracht wurde. Er hat noch nicht gesagt, ob das etwas Kleines oder etwas Großes ist, also wirklich am Ende ein Auto, dieser Rettungswagen, von dem diese Zeitung dort exklusiv berichtet, der dort ins Stadion gebracht werden sollte, zur Explosion gebracht werden sollte. Was wir wissen ist, die Kanzlerin war zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Stadion, ebenso wenig wie der Innenminister. Wir sind auf dem Weg hierher. Wieder umgekehrt. Der Innenminister will uns offenbar in schon wenigen Minuten informieren über Neuigkeiten, über Hintergründe zu dieser möglichen Anschlagsdrohung oder natürlich zu diesem möglichen Anschlagsversuch, müssen wir mittlerweile sagen. Denn Hannovers Polizeipräsident hat auch bestätigt, es gab eine reelle Gefahr für die Stadt und für das Stadion. Dieser Angriff auf die Freiheit gilt nicht nur Paris. Er meint uns alle und er trifft uns alle. Und deswegen werden wir auch alle gemeinsam die Antwort geben. Da ist zunächst die Antwort der Sicherheitskräfte. Die Bundesregierung steht dazu im engen Kontakt mit der französischen Regierung und hat jedwede Unterstützung angeboten. Wir werden alles tun, um bei der Jagd auf die Täter und Hintermänner zu helfen und gemeinsam den Kampf gegen diese Terroristen zu führen. Ich werde heute im Laufe des Tages mit den zuständigen Ministern zusammenkommen, um die weitere Entwicklung der Lage in Frankreich und alle damit verbundenen Fragen zu erörtern. Und dann geben wir auch als Bürger eine klare Antwort. Und die heißt, wir leben von der Mitmenschlichkeit, von der Nächstenliebe, von der Freude an der Gemeinschaft. Wir glauben an das Recht jedes Einzelnen, an das Recht jedes Einzelnen, sein Glück zu suchen und zu leben, an den Respekt vor dem anderen und an die Toleranz. Wir wissen, dass unser freies Leben stärker ist als jeder Terror. Lassen Sie uns den Terroristen die Antwort geben, indem wir unsere Werte
selbstbewusst leben und indem wir diese Werte für ganz Europa bekräftigen. Jetzt mehr denn je. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie das laute Geräusch gehört haben. Wird einmal kurz anders. Klang wie eine Explosion. Leute schauen sich um hier. Nichts zu erkennen. Nach einer Bombendrohung gegen das Hotel der deutschen Mannschaft heute. Wird einem da schnell mal mulmig. Khedira versucht es zu genau mit vollem Risiko. Vielleicht haben wir es mitbekommen, dass die deutsche Mannschaft heute für gut 2 Stunden das Hotel verlassen musste, weil eine Bombendrohung gegen das Hotel vorlag. Am Ende hat sich das als falscher Alarm herausgestellt. Die Sicherheitsstufe ist enorm hoch hier in Paris. Sind hochrangige Politiker im Stadion. François Hollande, Frank-Walter Steinmeier. Der Platz ist nicht so gut, wie es den Anschein haben könnte. Da sehen wir die beiden im Gespräch. Es gibt ja nun einiges, was hier Thema sein könnte. Nicht zu vergessen die Abhöraffäre. Der Außenminister Fabius ist vom Bundesnachrichtendienst abgehört worden. Da gibt es also Erklärungsbedarf für Steinmeier. Super Einsatz von Rüdiger, der den Ball für Deutschland zurückgewinnt und weiß, diesen Torhüter kann man mal so anspielen. Oder auch so. Draxler, unglücklich, Martial, Pogba, noch nicht so viel zu sehen, wird aber auch besonders beäugt von Bastian Schweinsteiger unter anderem. Sie teilen sich Pogba in der Bewachung, machen das bislang sehr gut, von seinem Können konnte er noch nicht viel einbringen. Der nächste laute Knall und viele Menschen, die sich ein bisschen ängstlich umschauen. Nach meiner Entscheidung, alle möglichen Kräfte mobilisieren, sodass eine Neutralisierung der Terroristen gelingt und die Gewährleistung der Sicherheit aller Stadtteile, die betroffen sein können. Ich habe auch um militärische Verstärkung gebeten, momentan in der Agglomeration von Paris, um sicher zu sein, dass es keinen neuen Angriff geben kann. In wenigen Minuten wird der Ministerrat zusammenkommen. Erstens, der Ausnahmezustand wird ausgerufen werden. Einige Orte werden geschlossen sein. Der Verkehr kann verboten werden. Und es kann zu Beschlagnahmungen kommen. Der Ausnahmezustand wird auf dem ganzen Territorium Frankreichs ausgerufen.
Zweitens, die Grenzen werden geschlossen. Niemand soll reinkommen können, um welchen Akt auch immer zu begehen. Und niemand, der Verbrechen begangen hat, soll das Land verlassen können. Dies ist eine schwere Prüfung, vor der wir gestellt werden. Wir wissen, womit wir es zu tun haben, mit Terroristen. In diesem schwierigen Moment denke ich an die vielen Opfer, an die Familien, die Verletzten. Wir müssen Solidarität üben, die Einheit bewahren und einen kühlen Kopf. Angesichts des Terrors muss Frankreich stark sein. Wir müssen auch jeden zur Verantwortung aufrufen. Die Terroristen wollen uns Angst machen, aber angesichts des Schreckens gibt es eine Nation, die sich zu verteidigen weiß. Franzosen und Französinnen, wir haben unsere Operationen noch nicht beendet. Vive la République, vive la France.